Hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei MLB 2K11 mit mir, Ingo Viva. Noch das Spiel, das nächste Spiel und dann fängt die Saison an. Wir haben es fast geschafft, das Spring Training zu beenden. Und dann fängt richtig die Saison an und dann geht's erst richtig los. So, heute wieder ein schöner sonniger Tag, nicht nur im Spiel, sondern auch bei mir zu Hause. Letztes Mal haben wir leider ja wirklich knapp verloren. 9-5. Na gut, knapp eigentlich nicht. Aber es war halt in dem Sinne knapp. Es war das letzte Inning. Und hätte ich nicht, sagen wir mal, ja, so doof gepitcht oder keine Ahnung wie, hätten die, glaube ich, verloren. Aber na gut. Neues Spiel. Neues Glück. Und gleich schon ein Home Run. Ich glaub's nicht, ey. Erst das zweite in der Saison. Das ist natürlich erstaunlich, gerade für Derek Jeter, der normalerweise ja nicht so, naja, weit schlägt im Spiel jetzt. Gut, naja, 1-0 kann man jetzt auch nicht sagen. Ortiz ist ein Mann, dessen Bat ist, dass er ihn in der Lineup jeden Tag hält, aber seine Versatilität macht ihn so wertvoll für sein Team. Er kann anywhere spielen, aber Shortstop und Catcher, wahrscheinlich kann er sogar pitchen, wenn er ihn will, aber er kann so viele Positionen spielen. Und wenn er spielt, ist er ein wertvoller Mann, den du auf deinem Sport hast. Ach, nee. Ah, ein Bläschen im Mund, ey. Das ist voll scheiße beim Reden. Anytime you recognize a slider, you gotta be very patient with it. You can't be over anxious, you gotta stay back. Kacke. Now when you see it good enough, let it fly. First base. Number 23. Aber ich denke mal, Mark Teixeira, der kann jetzt, wird jetzt alles regeln. Ein aus erst. Wie gesagt, das ist echt ein geiler Banner. Oder? Ah, doch nicht. Und die Jays haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Leider merke ich mir nur nicht so, wie oft wir gegen die schon gewonnen haben. Naja, egal. Wie letztes Mal. Wie bei den anderen Spielen. Immer so ein Lupfer, ey. Was ist denn los? Gemein. Scheiße. Ah, kann man nichts machen. Ist halt so. Aber 1-0. Mal gucken, der Pitcher, der jetzt kommt. Den hatte ich, glaube ich, schon mal. Der war sehr Schlitter, aber wie er heißt. Der war letztes Mal auch nicht so toll. Der hatte auch ein paar Bälle irgendwie, konnte nicht richtig werfen und sowas. Also gut, man merkt schon wirklich einen Unterschied, das muss man ja schon sagen. Zwischen, ja, guten oder richtig Profi-Baseballspielern. Oder halt manchmal so welche, die gerade aus der AAA oder Double A oder Single A zu einem hochkommen. Aber eher gesagt, glaube ich, aus der Triple A. Here's the pitch. Ball one. Tough one to lay off right there. Aber es gibt ja so wie jetzt auch in der Bundesliga. Gibt es halt die Bundesliga, zweite Bundesliga beim Fußball. So. Und dann kommen halt die anderen Ligen, die es dann noch darunter gibt. Ich habe da nicht so den Plan von. So, und genauso ist es halt hier beim Baseball auch. Oh, scheiße, ey. Komm, mal ein Change-Up versuchen. Gar nicht gut. Ja, auf jeden Fall, da gibt es halt die MLB, das ist halt die Major League Baseball. Darunter kommt, glaube ich, also hundertprozentig weiß ich jetzt nicht, kommt die Triple A, also ne, dann die Double A und dann die Single A. So, da fängt, glaube ich, dann an. Man fängt halt in der Single A an, Double A, Triple A und dann halt in der Major League. Davor kommt halt die, ach, noch andere Ligen, die es da so gibt. Auf jeden Fall heißen sie nicht so wie jetzt in Deutschland, Bezirksliga und so. Das gibt's nicht mehr.
schnell nach 2 werfen. Genau, sichern. Oh, Batista. Well, the one thing a manager loves is when he has a guy in his... Swung on, hit by Bautista. Komm. Sehr schön. Auch noch 2 werfen. Absichern das Ganze. Erstmal ganz wichtig beim Baseball, immer absichern. Man braucht zwar theoretisch, ich werde jetzt auch nicht den Ball werfen müssen, aber es gibt manchmal Runner, die dann halt auch sowas spekulieren, dass man nicht wirft. So, und dann rennen sie los, dann wirft man, klar. Meistens dann ist man dann halt so in Hektik oder so, dass man unkontrolliert dann wirft. Ah, zu spät. Viel zu spät. Schade. Guck, der hat jetzt ein Base gestohlen, also ja, gestohlen hat. Scheiße. Das gibt's nicht, ey. 1-1. Das war wie beim gestern, nee, wir waren beim letzten Spiel mal gegen Minnesota Twins. Also gestern, vorgestern und vorgestern und vorgestern. Ich nehme ja immer auf und dann teile ich halt das Spiel dann halt in 3 oder 4 Parts. Kommt immer auf die Länge drauf an. So, Pitch on the way. Strike 2. Well, Gary, it seems a bit early in this game to say we have a brand new ball game, but we do have a brand new ball game as they brought it back here in the first inning and got themselves back into it. Scheiße. Ja. Oh, Gott sei Dank, ey. Hab schon wieder Befürchtung gehabt, ey. Puh. Yankees 1. Na gut, 1-1, das ist ja noch verkraftbar. Das geht noch. Oh, müssen wir mal anders hinsetzen, wenn es geht, oder? Gucken? Ne, geht nicht. Scheiße. Bam! Sehr schön. Das gibt's nicht, ey. 13. Sehr schön. Ich weiß, das ist ein Spiel, wo ich 4 Home Runs hintereinander gemacht habe, ey. Das ist noch nie passiert, ey. Selbst wo ich auf leicht gespielt habe, aber ich habe ja jetzt schon seit, ich glaube auch bestimmt seit einigen Spielen, also fast am Anfang sogar, nach 2-3 Spielen habe ich es umgestellt, von leicht auf schwer. Oder auf doch mittel bis schwer so. Man kann das alles ganz haargenau einstellen. Und ja. Erstmal, glaube ich, ein paar Spiele verloren dann noch. Weil man erstmal dran gewöhnen musste. Ja, das schafft man eh nicht. Da braucht gar nicht losrennen eigentlich, ey. Ja, schwachsinnig. Curtis Granderson. 72 Kontakt und Power 83. Ja, wir mal sehen, ob die 83 wirklich so stimmt. Gut, er muss erstmal Dings werfen. Erstmal in die Strike Zone. Und dann kann man weiter schauen. Genau, bückt euch. Kackt die Wand an, ey. Ich musste mehr auf den Ball achten, ey. Das bringt überhaupt gar nichts, ey, wenn du mal so ein... Ah, Müll. Here's the delivery. You're out. Ach, schon wieder. Jetzt renn doch nicht los. Bringt doch nichts. Naja. Guck mal, der hat nur 54 und Power 66. Das ist natürlich, was ist das überhaupt für einer, ey? Ach, stimmt, der ist für, wer ist nochmal krank? Das ist doch irgendeiner ausgefallen, ey. Das weiß ich aber nicht, wer. Keine Ahnung. Scheiße. Der sah so schön aus. Den hätte ich eigentlich schlagen können. Ah, schon wieder ein Foul, bitteschön. Hätte ihn gefangen? Ja, der eine Typ da.
Geile Animation, ey. Was ich jetzt gemerkt habe, ich habe mir ja, habe ich ja erzählt, für Xbox 360 GTA 5 geholt. Und da gibt es dann halt so eine Sache. Ich weiß nicht, ob es immer so ist. Aber wenn man halt ein anderes Auto rammt, leicht, also jetzt nicht irgendwie doll, dann zeigt der Fahrer des anderen Fahrzeugs einem Stinkefinger oder so, ey. Das ist natürlich so eine geile Animation, ey. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, ich ramme Auto so, und dann auf einmal sieht man nur den Stinkefinger raus. So. Das war geil, ey. Ah, das Spiel ist hammergeil. Also, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Mein Bruder hat gestern nochmal angerufen. Scheiße, bin ich so müde heute wieder. Hat er angerufen und halt gefragt, so noch ein bisschen nach dem Spiel, was es da noch so Sachen für Sachen gibt. Und da habe ich ihm jetzt auch ein paar Sachen erzählt, da mit Flughafen dort, da mit Militärstützpunkt und dies, das, das. Und, ach, das ist einfach, also, geil einfach nur. Wollte es mir eigentlich erst für PC holen, nur dann habe ich gelesen, ach, ist ja gar nicht draußen, ist ja scheiße. Dann an einem Erscheinungstag dann halt dann für Xbox geholt, weil PlayStation 3 habe ich nicht. Also Xbox. Schweineteuer, die Spieler. Also das ist immer. Das ist unnormal, ey. Komm. Boah! Oh, knapp Gartner, ey. Aber hallo. Erstes Aus. Wie sieht's eigentlich? Ah, ne. Ball one. Der mit seinem Sinker, ey. Scheiße. Ah. Genau, lieber zack, sichern. Das habe ich früher auch mal beim Training gemacht. Also das ist bis halt auf der sicheren Seite da. Schon wieder einer. Strike one! Ich hatte mir ganz am Anfang, wo ich das Spiel mir gedacht habe, das als Let's Play zu machen, erst überlegt zu sagen, ich erstelle meinen eigenen Charakter und spiele dann halt die Saison nur mit diesem einen Charakter. Das heißt aber auch, ich spiele halt nur so lange. Wow. Scheiße, ey. Kacke, 2-2. Man kann sich halt bei dem Spiel, vielleicht kann ich die Funktion mal irgendwann mal in so einem extra Spezial, MLB-Spezial zeigen, weil irgendwie sowas, was ich mal irgendwie sowas mache. Da kann man halt einen eigenen Charakter erstellen. Größe. Rückennummer. Welche Schuhfarbe, Helmfarbe. Kurzes Hemd oder langes oder so. Und welche Position und das alles. Und da kann man halt eine Saison mitspielen. Am effektivsten ist es eigentlich, wenn du als Pitcher oder als Catcher spielst. So. Weil hast du wirklich, hast du halt am meisten zu tun. So. Wenn du halt Infielder, Outfielder irgendwie nimmst, dann hast du halt wirklich nur. Dann ist das halt, das ist halt nicht so, wie man es sich vorstellt, aber man ist halt ein ganzes Spiel auf dem Feld und dann muss man halt immer warten, bis der Ball irgendwann mal zu einem kommt, wenn er überhaupt zu einem kommt. Nein, das ist halt immer nur so dann, wenn du wirklich spielen musst. Also wenn du halt, wenn der Ball zu dir kommt, dann spielst du erst. Das andere Mal wird alles vom Computer selbst generiert, da kannst du auch nichts gegen machen. Das ist halt ein bisschen, darum ist halt der Pitcher schon ein bisschen besser. Da kannst du auf jeden Fall versuchen, Strikes zu machen, dass halt wirklich da nichts passiert. Ob, sagen wir mal, du dann trotzdem Punkte machst gegen die Mannschaft, da hast du auch wieder nichts in der Hand, weil du spielst halt wirklich nur diesen einen Spieler und wirst halt nur mit diesem einen Spieler auch schlagen. Und wenn dann halt, schlagen ist gerade schwierig bei dem Spiel, finde ich jetzt, wenn du alleine bist. Weil du musst auch mit Base Running dann selber machen, dies, das, das und so. Und
Naja, vielleicht kann ich es mal irgendwann mal zeigen, wenn ich mal Bock drauf habe. Weil da startet man auch, ist mir, habe ich gesehen, am Anfang erstmal...